Seit mehr als 600 Jahren stehen wir immer aufs Neue vor die Toren der Stadt. Als Fremde, Reisende, Flüchtende. Ich passe auf, wenn jemand durch mich hindurch und auf mich herabsieht. Er sieht das Bild, das er sich von mir gemalt hat. Und auf mein Stirn schreibt der Zigeuner. Ich bin kein Zigeuner. Minismo Zigani, Amensiam Roma. Wir sind Roma. Wir sind Roma und Rom heißt Mensch. Unsere Sprache ist Indogermanisch und kommt aus dem Sanskrit. Ein Feuer brennt. Im Hof hängen Teppiche und tote Schafe, die sich am Spieß drehen, bis sie schwarz werden. Schwarze Schafe hängen tot wie Teppiche im Hof. Warum verdammt nochmal muss, wenn die Sonne scheint, jeder Teppich gewaschen werden? Wir sind doch nicht auf dem Bazar. In eure Gärten stehen Obstbäume. Apfel und Birnen werden faul, aber dafür wird ein Rasen gemäht. Jede 10 Minuten wird ein Rasen gemäht. Ich halte mir die Ohren zu, es ist laut. Die Frau guckt mich an, sie will was von mir. Und ich bekomme Lust auf die Apfel und die Birnen, die was in euren Garten wachsen und faul werden. Wen ich vertraue, den vertraue ich blind. Ich lasse mich mit meinen geschlossenen Augen durch Mahala und den Zeit führen. Ich höre das Gras, der über die Grenzen wächst. Ich bete. In Krieg habe ich in den Wald geschossen, statt auf Soldaten. In Frieden kannte ich eine reiche Frau. An ihrem Marmortisch habe ich schon gegessen. Aber reich bin ich selbst. Ich habe viele Kinder und meine Eltern leben. Was wollt ihr denn? Habt ihr Angst? Habt ihr Angst von dem, was ihr nicht seid? Oder habt ihr Angst von dem, was wir vor euch sein sollen? Wir lassen uns aber nicht erfinden. Entschließungsanträgen erhobenen Forderungen nach einem Abschiebungsstopp für Roma aus der Republik Kosovo und einer umfassenden Bleiberechtsregelung waren schon mehrfach Gegenstand der politischen Diskussion. Punkt Absatz. Ich sehe nach wie vor keine Veranlassung, diesen Forderungen nachzukommen. Punkt. Betreff Doppelpunkt Familie Saciri, Ehefrau Mirsade Saciri.
Algerie, beide gebürtig aus Pristina, Kosovo sowie deren Kinder Osman, Muhammad, Merema, Fatma, Sunita, Hatice und Amanda geboren in Göttingen, Deutschland, Punkt. In der Verwaltungsstreitsache der genannten Familie Saciri gegen Absatz die Bundesrepublik Deutschland wird die Klage als offensichtlich unzulässig und als offensichtlich unbegründet abgewiesen. Punkt. Urteil. Im Namen des Volkes, Doppelpunkt. Die Familie Saciri mit den oben genannten Familienmitgliedern ist aufgrund eines negativ abgeschlossenen Asylverfahrens vollziehbar zur Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet. Punkt. Ich habe eine Frage. Möchten Sie Roma oder Sinti als Nachbarn? Ja. Ah ja? Liebe Frau Bundesrepublik, ich habe gelesen, dass die Roma kommen. Das ist ein Irrtum. Die Roma kommen nicht. Weil wir schon da sind. Der Zeitpunkt unserer Ankunft liegt eine Weile zurück, wie mein Kollege in seinem Eingangsmonolog zu Recht bemerkte. Ich bin in Göttingen geboren und da ich meinen Landkreis nicht verlassen darf, bin ich auch noch nirgendwo anders auf der Welt gewesen. Reingelegt. Das ist eine Lüge. Ich habe den Landkreis schon oft verlassen. Warum ich sie anlüge? Ich muss lügen, weil ich so klug bin. Ich habe gelesen, dass kluge Kinder mehr lügen als dumme Kinder. Ich lüge also, weil ich Bescheid weiß und nicht, weil ich eine Roma bin. Oder weiß ich nur deshalb Bescheid, weil ich eine Roma bin? Ich lasse mich nicht erfinden. Ich bin nicht deine Sehnsucht und ich bin nicht deine Verachtung. Ich bin nicht, was du von mir denkst. Ich will nicht werden, was du von mir denkst. Ich will nicht heulen und ich will dein Mitleid nicht. Ich bin kein Opfer. Wissen Sie was? Ich bin gar kein Roma. Ich bin Schauspielerin. Ich bin, was ich will. Ich bin ich. Das klingt gut. Das klingt nach Freiheit. Das klingt nach Deutschland. Das denken Sie jetzt. Ich bin aber nicht frei. Ich bin auch nicht in Deutschland. Ich bin in einem Flugzeug, das fast 13 Jahre zwischen Kosovo und Deutschland hin und her fliegt. Und niemals landet. Tolles Bild. Denken Sie. Ja. Das habe ich auch nicht erfunden. Ich habe gar nichts erfunden. Wenn Sie Glück haben, meine ich das, was ich sage. Ansonsten Pech gehabt. Ich rede auch nicht von mir, sondern über mich. Mit einer anderen Stimme. Das müssen Sie aber nicht verstehen. Sie müssen nur verstehen, dass ich meinen deutschen Pass brauche. Hochachtungsvoll, Ihre Amanda Saciri. Ich hätte gern einen Pass. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Verstehe ich nicht. Ich habe gehört, wie du in einer anderen Sprache gesprochen hast. Ich spreche Deutsch. Meine Eltern kommen aus Kosovo. Ich verstehe dich schlecht. Ich kann dich kaum verstehen. Bitte sprich deutlich. Wir sind Roma. Und Rom heißt Mensch. Wir sind Menschen und wir kommen vermutlich aus Indien. Ist ein paar Jahre her. Da kann ich mich nicht so gut dran erinnern. Unsere Sprache heißt Romanesk und kommt auch aus Indien. Kosovo, sagst du. Kosovo, wie man es spricht. Und du möchtest also gerne in deine Heimat zurück. Meine Heimat ist der Rosenwinkel. Aber deine richtige Heimat ist der Kosovo. Da war ich noch nie. Da wird's aber Zeit. Ich muss jetzt gehen. Zeit, in den Kosovo zu gehen. Meine Heimat ist Deutschland. Ich wohne im Rosenwinkel. Ich wollte doch nur einen Pass. Der Rosenwinkel liegt meines Wissens nicht regulär in Deutschland.
Für die Bewohner dieser Region kann ich allenfalls den sogenannten Rosenwinkelpass ausstellen. Er gilt für höchstens 3 Monate. Du kannst in den Kosovo gehen oder aber Duldung deklinieren. Dekliniere Duldung. Ich dulde, du duldest, es duldet, wir duldet, ihr duldet, sie duldet. Dein Aufenthalt ist nicht erwünscht, aber er wird geduldet. Gratulation. Endstation. Manchmal fahre ich mit dem Schulbus eine Station zu weit. Eigentlich ist da gar keine Station mehr. Der Busfahrer packt sein Wurstbrot aus und macht die Türen auf. Er weiß nicht, dass ich noch drin bin. Ich steige heimlich aus und mache, was ich will. Mama, ich will tanzen gehen. Da musst du den Opa fragen. Der Opa hat die Hosen an. Und der Papa? Der Papa hat irgendwelche Hosen an, der hat nicht die Hosen an. Dann bin ich jetzt der Opa. Opa, darf ich tanzen gehen? Nein. Alle meine Freundinnen dürfen. Nimm die Schminke ab. Das ist keine Schminke. Dann mach die Maske ab. Das ist keine Maske, das ist mein Gesicht. Nein, du lügst, das ist nicht dein Gesicht. Mama, der Opa hat mir erlaubt, dass ich tanzen will. Wirklich? Das ist schön. Ich will auch tanzen. Und aufmacht! Das ist die ganze Zeit, die
Redest du mit deiner Mutter? Bist du verrückt? Ja, und du auch. Willst du am Ende ganz alleine dastehen? Ja. Ja, willst du das? Na klar. Ja, bitte. Jeden Tag fährt das Mädchen eine Station zu weit. Die Kleine denkt, ich sehe sie nicht. Ein paar Meter vom Bus entfernt ist eine grüne Wiese. Auf dieser Wiese stehen Zwerge und machen Musik. Meine Lieblingsmusik. Und ich gehe zur Zwergenband und als ich näher komme, entdecke ich eine witzige Rutsche im Gras. Ich mache mich klein und rutsche mit den Zwergen. Also, es war ein sehr schöner Tag. Und ich, meine Schwester und meine kleine Nachbarin müssten dann die Wäsche aufhängen, worauf wir natürlich keine Lust hatten. Das hat uns dann sehr geärgert. Also haben wir beschlossen, die dann wieder runterzuziehen. Und haben danach meinen Nachbar gefragt, ob er das für uns machen könnte. Und danach hat er natürlich ja gesagt. Weil er nur dachte, dass er im Fernsehen kommt. Typisch Jungs. Und da hängt er natürlich mein schönes Justin Bieber Handtücher auf. Ich bin nämlich ein riesen Fan von Justin Bieber. Er ist ja auch so süß. Und zum Schluss fragt uns der Junge natürlich dann noch, komm ich ehrlich ins Fernsehen? Sagen wir so, ja, ja, mach du nur weiter. Haben wir natürlich mehrere Sachen. Hat uns dann nochmal gefragt und gesagt, nee, das war eine Verarschung. Und dann haben wir unser Justin Bieber halt nochmal runtergezogen, damit er das nochmal macht und alles. Und das ist meine Schwester. Thank you.
Hallo, Jungs. Seid ihr bereit für die Challenge 2012? Heute ist wieder Entscheidungstag bei Germany's Next Refugee. Und wie ihr sehen könnt, habe ich einen berühmten Gast, unsere Stylistin Amanda Vanilla Ice Cream. Also, hallo! Hi, Amanda! Hi! Amanda zeigt uns in der Werbepause, wie man Flüchtlinge authentisch schminkt. Und wie sie richtig schön arm und traurig aussieht. Unsere armen Jungs sollen beweisen, dass sie das Potenzial haben, um in Deutschland bleiben zu dürfen. Dem Gewinner winkt die Aufenthaltserlaubnis und ein Coverfoto auf der Zeitschrift für postmigrantisches Theater. Ich begrüße jetzt den ersten Kandidaten. Hallo. Mein Name ist Shaban Bayramovic. Ich komme aus Afghanistan. Meine ganze Familie ist umgebracht worden. Ich bin der einzige Überlebende. Schön. Ich sehe das Potenzial in deiner Geschichte, Abdul, aber Potenzial alleine reicht nicht. Nur einer kann Germany's Next Refugee 2013 werden. Du musst uns zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man seine Familie verliert. Und du musst dich auch ein bisschen blasser schminken, auch vielleicht ein trauriges T-Shirt anziehen. Ich heiße Asani und komme aus Kairo. Kairo, das ist schlecht. Ja, schlecht. Ja, sehr schlecht. Ja, bitte hier in die Kamera. Wo? Mein Vater hier ist eingesperrt worden. Eingesperrt? Na, da wird er ja wohl was ausgefressen haben. Also, nee, tut mir leid, Asani. Also, Kairo liegt auf unserer Zuschauer-Empathie-Skala ja momentan ja ganz weit unten. Also Ägypten, da denkt der Zuschauer jetzt wieder an Pyramiden und den Pharao und weniger an Mord und Totschlag. Und hier haben wir einen Kandidaten brandneu hereinbekommen, frisch eingetroffen aus... Wo kommst du her? Das ist unser schwer traumatisierter Freund aus... Wo kommst du her? Ist durchaus eindrucksvoll. Grauenhafte Bilder türmen sich in seinen Kopf. Man kann förmlich das Blut spritzen sehen, aber Schweigen alleine reicht nicht. Vielleicht kann er ja etwas. Kannst du Feuer schlucken? Jonglieren? Jonglieren? Oder trommeln? Trommeln! Vielleicht Trommeln? Ich bin Rolf. Rolf, kannst du uns sagen, wie du zu diesem außergewöhnlichen Namen kommst? Ich bin 49 Jahre alt und lebe seit 65 Jahren in Deutschland, in der Duldung. Wow, Heidi. Du siehst aber gut aus. Besser als im Fernsehen. Danke. Bitte. Du hast Attitude und du machst was aus deinem Potenzial. Möchtest du uns jetzt verraten, warum wir ausgerechnet dich hier bei uns behalten sollten? Ich meine, ich persönlich würde dich ja nicht von der Landesgrenze stoßen, aber wir müssen ja unsere Zuschauer entscheiden lassen. Ne? Ja, ich weiß, ne? Ja, es ist schwül, ich schwitze. Ja, ich bin Roma. Huh, schwitze ich noch mehr. Ja, heiß, ne? Ja, und in der Hitze ist dir da was zugestoßen? Du bist ja super intelligent. Mein Hund ist tot. Oh Gott, wie entsetzlich. Ja, entsetzlich. Und? Hat das einen Roma-Hund? Ja.
gestorben! Ja. Mann, wie romantisch! Ja. Oh mein Gott, also jetzt aber wirklich 10 Punkte für den Armen. Ich würde sagen, eine Aufenthaltserlaubnis für den armen toten Hund. Und weiter 10 Punkte für den toten Hund. Also ich mag Hunde. Ich finde, mit Tieren kann man leichter als mit Menschen sprechen. Die quatschen einen schreien. Ja. Manchmal gehe ich mit meinem Hund spazieren und da vertreibt mich die blöde Leute, die hässlichen Sprüche und die hässlichen Gedanken. Unter der bezaubernden Maske von Amanda Vanilla Ice Cream verbirgt sich unsere Überraschungskandidatin Selima aus Bosnien. Selima ist süß. Oh, überhaupt gar nicht. Doch, süß. Selima ist süß und neben einer Aufenthaltserlaubnis braucht die kleine Selima eine deutsche Adoptivfamilie, die sich um sie kümmert. Ist das nicht schön? Ja, schön. Die kleine Selima bringt ihren klitzekleinen Hund mit. Der ist ja so groß wie ich. Wer möchte Selima ihren kleinen Hund aufnehmen? Bitte rufen Sie an. Natürlich, jedes Hund hat seine eigene Facebook-Seite. Bringt sie zur Schule, kocht, putzt und ganz toll, ein Votum für Selima, ihren kleinen, klitzekleinen Hund. Also mein Hund, der beißt dich gleich. Das ist schön. Du siehst aus wie dieser eine berühmte Schauspieler. Bist du eigentlich berühmt in deinem Heimatland? Hä? Welches Heimatland denn? Wie? Mein Großonkel ist berühmt. Und er heißt Elvis Presley. Aber mein Name ist Elvis Presley. Und welche berühmte Sängerin bist du? Achtung, Zeit läuft. Ah ja, mal, du liebe Güte, wer bin ich denn jetzt? Dann bin ich jetzt zum Beispiel, dann bin ich jetzt Cyndi Lauper. Oh, Cyndi Lauper, auch eine berühmte Roma. Ja, genau. Cyndi Loprelovic und Elvis Preslivovic und die Onkel Elvis Bell. Nee, da spiele ich nicht mit. Ich will lieber auf die Rolle. Elvis ist mein Großonkel. Ja, Großonkel Elvis Band. Naja, da wird man nicht schöner. Das ist doch dann nur schöner, nicht wahr, Heidi? Dass ich mit Elvis verwandt bin. Interessiert euch nicht? Ja, mein Gott. Tolle Freunde. Wer will denn das beweisen? Ja, das kann ja jeder behaupten. Am Ende bin ich dann auch verwandt mit Sophia Loren. Sophia Loren, auch eine berühmte Roma. Ja, genau, aus Roma. Sophia Lorenovic aus Roma, das ja seinerzeit von den berühmten Roma-Brüdern Romulus und Remus erbaut wurde. Ja, also ich bin da doch ein bisschen in mein Herz ein bisschen, dass die Romulus und Remus auch deine Brüder sind. Mir wird ganz römisch. Ach, Heidi. Ach nein, nicht Heidi. Jetzt kommt's raus. Ja, das ist mein Coming Out. Auch ich bin eine Roma und mein Name ist Mirzade! Quatsch, lass dich nicht von hier heimwickeln, du Trottel! Aber, das ist das schönste Geschenk der Welt! Hört ihr, du bist doch einer von uns! Kannst du das beweisen? Sie will dich nur heimwickeln, du Trottel! Beweisen! Also, Beweise, Dokumente, Papiere, das muss doch ein Deutscher sein! Ja, das muss doch! Komm, du musst! Der muss jetzt aber mal! Der muss! Ja. Ein Betrüger. Ja, die Großneffe. Wäre doch so missartig. Ja, ich find's ja auch schade. Ja. Oh, wie soll ich? Oh, das Wandern ist das Müllers Lust. Der Müller, auch ein berühmter Roma. Ja. Ja. Ich bin Roma. Was murmelt er da in seinem Kokon? Ach, er verpuppt sich
Das macht er doch öfters. Du, ich glaube, der wäre auch gerne ein Roma. Ach, Pech gehabt. Er gehört zur Minderheit der Deutschen. Ich bin ein Rom und das ist gut so. Was macht der eigentlich, wenn er geschlüpft ist? Was macht der denn? Das ist ein Theater. Und wir sind die Schauspieler. Umbau bitte. Aber die haben sich selbst verleugnet. Na und? Du darfst dich aber nicht verleugnen. Du darfst deine Sprache nicht verlieren. Ich spreche Deutsch. Aber Romane ist deine Sprache. Sie gehört doch zu dir. Sei doch mal stolz darauf. Sie gehört zu dir, so wie deine Mutter. Nicht anders verdienen. Nicht anders verdienen. Noch gab es Posse bei. Kaiser! Nein! Ich bin nicht stolz. Na gut, ich finde es schwer zu sagen. Ich bin stolz, ein Roma zu sein. Ich kann niemals sagen, ich bin stolz, eine Deutsche zu sein. Aber stolz bin ich trotzdem. Ich weiß nur nicht, auf was. Auf der einen Seite sitzen die Männer, auf der anderen die Frauen. Ist das hinter dem Vorhang vielleicht mein Bruder, mein Cousin, mein Onkel? Ich weiß es nicht. Vielleicht sitzt auch ein Fremder. Kannst du zaubern? Na klar kann ich zaubern. Chaif, Kudurawabe, Nonchel. Chaif, Kudurawabe, Nonchel. Hey! Was sollen sie auch sonst machen? Männer haben es versucht, doch heute gibt es den Reis einen 30 Sekunden Kampf gegen sie zu bestehen. Wir haben auch einen Aspiranten, der sieht sehr jung aus, der sieht sehr stark aus, durchtrainiert. Hier strecken die Sehnen, hier spielen die Muskeln. Das könnte etwas werden, sollten etwa 30 Jahre Geschichte heute Abend zu Ende gehen. Ja, da ist Schlagkraft dahinter. Das könnte sein, denn heute ist Premiere. Er hat 30 Sekunden Zeit. Achtung, ich zähle ein. 3, 2, 1 und los, der Kampf beginnt. 1, 2, 3.
greif! Oh, da fehlen ganze 27 Sekunden. Doch heute wird es nichts. Die stärkste Frau der Welt hat wieder die Hosen an. Könnte jemand im Zuschauerraum, könnte sich jemand melden, der 30 Sekunden gegen die stärkste Frau der Welt bestehen will? Es könnte ihre Chance sein, nach 30 Jahren ein Ende zu machen. Nein, niemand rührt sich. Ah, das sehe ich. Wo gucke ich denn hin auf der Bühne? Passiert das ja? Da ist jemand, der ist, oh, er ist kräftig. Er ist kopferprobt. Das wird etwas. Es ist ein No, es hat nicht mehr zum Einzähler gereicht. Was ist denn heute los mit den Männern? Na gut, dann heißt es auch wieder nach 30 Jahren. Die Stärkste, halt, Moment. Es ist eine Veranstaltung für Männer. Ihr habt kleine Mädchen auf der Bühne nichts verloren. Na gut, wenn sich die Männer nicht finden lassen, dann müssen sie eben die kleinen Mädchen richten. Das wird ja eine große Veranstaltung. Na gut, ich gebe ihr eine Chance. Also, los geht es. 3, 2, 1. Und der Kampf möge beginnen. Halt. Die Kampf ist kein Körperkontakt. Und das sollte schon gewesen sein. Die stärkste Frau der Welt ist tot. Die Königin ist tot. Es lebe die Königin. Hilfst mir von draußen weiter. Und wenn du dann wegfährst? Ich fahre nicht ohne dich. Wir sind hier genau Ecke 1999, Ausfahrt 19. Juli. Da habe ich noch nicht gelebt. Die ist hier. Weil die NATO gegen uns das Krieg geführt hat.
Elixier. Das ist deine Geschichte. Du musst sie doch kennen. Wie heißt die Hauptstadt des Kosovo? Pristina. Und wer hat die Bombe auf Pristina geworfen? Der Westen. Der Westen. Wer ist das, der Westen? Die deutschen Tornados zerstörten auch Pristina. Wo liegt das Kosovo überhaupt? Früher hieß das Jugoslawien. Ja, genau. Von Deutschland aus, über Österreich, Ungarn nach Serbien, kommt man nach Kosovo. Also da leben Serben und Albaner, aber wir Roma auch. Wir sind aber keine Serben und keine Albaner. Also es gibt auch eine Geschichte zwischen den beiden. Das heißt, die Albaner wollten Autonomie haben. Und die Serben wollen, dass das Kosovo serbisch bleibt. Danach, Albanien baut sich eine Befreiungsarmee und die nennen die UÇK. Ach, lauf mit den Albanern. Ich höre jetzt nicht auf. Ich fange jetzt erst an. Es kommt immer wieder zu Kämpfen zwischen der UÇK und der serbischen Armee. Die serbischen und die albanischen Familien wollen Frieden, genau wie wir Roma. Es sind nur die Leute an der Macht, die den Streit suchen. Überall in Europa und in den USA hört man von den Kämpfen in der Kosovo-Region. Man hat gehört, dass der Anführer der Serben, Milosevic, alle Leute vertreiben will, die nicht serbisch sind. Europa und USA wollen das verhindern. Was machen sie? Sie unterstützen die UÇK. Ist mir zu viel, da steige ich aus. Ich hasse Politik. Warum ist die Kollege nicht das Nein? Svisem umne u politici. Ja li trebaš im reći, Jesu? Pa čak je danas i Obama rekao, javno na televiziji. Ja sam samo marioneta za nekog drugog. Ja li neka znaju više šta je? O čemu se radi? Ma niko i ne želi da zna. Neka znaju za pasport i za vize, neka znaju sve te stvari. Die Albaner bauen sich eine Befreiungsarmee. Die nennen die UÇK. Ja, dann in Europa und USA wissen man doch das. Und Amerikaner denken, okay, die Feinde unseres Feindes sind unsere Freunde. Und was machen die? Die beliefern die Waffen an UÇK. Dadurch wird ein Streit zwischen denen immer noch schlimmer. Ich weiß nicht, was das heißt, ich will es auch nicht wissen. Das will doch keiner wissen. Sie wollen sie auf ihre Seite ziehen. Die UÇK zeigt den Deutschen Bilder von Toten. Und sie sagt, dass das Opfer von den Serben sind. Sie sagen auch, dass es Massaker gibt. Und dass Milosevic, der Anführer der Serben, einen Genozid plant. Das heißt, die massenhafte Tötung des ganzen albanischen Volkes. Aber Milosevic hat im Bosnienkrieg ja wirklich die schlimmsten Verbrechen verübt. Er war in Den Haag angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Schlacht um Dubrovnik hat es gegeben. Den Völkermord von Srebrenica hat es gegeben. Das Massaker in Vukovar. Es gab Gefangenenlager. Ja, natürlich. Aber das war doch in Bosnien. Ich verteidige nicht Milosevic. Ich sage nur, dass 1999 keine humanitäre Katastrophe in Kosovo gegeben hat. Es gab ja eigentlich keinen Grund, die Bomben auf Zivilbevölkerung abzuwerfen. Aber die damalige Regierung, Schröder und Fischer, haben gerade einen Völkermord verhindern wollen. Die haben ihn aber selbst begangen. Natürlich war die Lage nicht stabil. Habe ich doch gesagt. Damals gab es keine humanitäre Katastrophe in Kosovo. Die Bilder, was wir im Fernsehen gesehen haben, und die ganzen Medien, die waren gefälscht. Die unabhängigen Beobachter der Ostsee konnten das beweisen. Die NATO hat gegen uns das Krieg begonnen. Das kann man so kaum glauben. Ja. Also ich fasse es nicht. Ich dachte, ihr vertraut mir. Aber so ist das nun mal. Als Roma stehst du immer alleine da. Dieselben hassen uns, weil die denken, wir arbeiten mit Albanern.
Und Albaner hassen uns, weil die denken, wir arbeiten mit Serben. Ich bin kein Serbe und ich bin kein Albaner, also was soll das? Ja, was soll was? Warum greifst du mich an? Ich bin doch angegriffen worden, also ich wehre dich, verstehst du? Ich habe dich nicht angegriffen. Aber die Deutschen musst du doch verstehen, dass die uns angegriffen haben. Ich habe niemanden angegriffen. Alleine Pristina wurde 280 Mal bombardiert. Die ganze Wohnung wird es. Krankenhäuser, Schulen, Kindergarten, ist alles zerstört. Es gab hier über 2.500 Tote und über 10.000 Verletzte. Für den Angriffskrieg hat es damals kein Mandat der UN gegeben. Das war gegen das Völkerrecht. Das wird bis heute totgeschwiegen. 7 Jahre davor war ich in Sarajevo, in Bosnien. Wenn die eingekesselt würden für die Serben, da fielen aber keine Bomben. War das jetzt ein anderer Krieg? Die Wahrheit ist so kompliziert. Das will doch keiner wissen. Die ist nicht schwarz oder weiß. Wer bleibt? Und was bleibt? 14.000 Flüchtlinge sollen abgeschoben werden. Und etwa 10.000 davon sind Roma. Da. Komm, steig ein, es geht weiter. Nee, ich habe jetzt keine Lust weiterzufahren. Ich will endlich ankommen. Na gut, dann bist du jetzt der Kontrolleur. Hast du die Frau gesehen, die gerade eingestiegen ist? Ja. Hallo? Kann ich mal bitte ihren Fahrschein sehen? Die Passkontrolle? Wie bitte? Passkontrolle. Ihr Pass ist nicht gültig. Wer sind Sie überhaupt? Was für eine dumme Frage. Der Innenminister. Also Ihr Pass ist nicht gültig. Warum denn nicht? Ihre Mutter ist Kroatin. Ja, und? Ihr Vater stammt aus Ostpreußen. Ist das strafbar? Werden Sie nicht frech. Sie müssen sich schon anpassen, wenn Sie hier bleiben wollen. Was bedeutet anpassen? Sie müssen verstehen, dass wir nicht jeden hier behalten können. Es gibt immer solche und solche. Wir haben sie nämlich beobachtet. Sie haben Kontakte zu Roma-Familien. Nein. Woher wissen Sie das? Kroatien ist ein schönes Urlaubsland. Und Ostpreußen heißt heute Polen. Sie haben die Wahl. Also, ich rede nicht mit Verrückten. Ihre Tochter hat sich für Kroatien entschieden. Meine Tochter, die liegt zu Hause in ihrem Bett und schläft. Ihre Tochter ist bereits im Flugzeug. Wir leben hier in Deutschland, ja? Hier wird niemand mitten in der Nacht abgeholt und in das Land gebracht, in dem irgendwann einmal die Eltern oder Großeltern gelebt haben. Was ist denn los, Mutter? Okay, lass mal die Schluss! Ich bin jetzt der Minister und ich entscheide, alle bleiben. Und du kommst jetzt mal mit, wir gehen feiern. Niemand feiert so wie wir. Mein Vater hat 3 Schlafen gekauft. Komm, wir gehen auf meinen Lieblingsplatz. Im Bus sitzt die ganze Familie. 20 oder 30 Leute mindestens. Der Busfahrer guckt mich mit dunklen Augen an. Fremd sieht er aus. Auch ein Römer? Bei den Verkehrsbetrieben? Ja, was weiß ich. Hat ja nicht jeder Römer ein Monopol auf Fremdheit. Was wissen die denn schon, wie fremd ich mich selber fühle? Schon in der Grundschule wurde ich fertig gemacht. Irgendwas war immer anders. Bin ich immer heulend nach Hause. Und auf meinem Bett saß eine kleine Gruppe Plüschponys im Kreis und tröstete mich. Die erste Gruppentherapie. Erst kam die Trauer, dann kam der Stolz. Fremdsein macht nämlich stark. Und meine Traurigkeit ist ein armes Tier. Meine Oma hat es so getauft. Das arme Tier gehört.
gehört zu meiner Familie. Und manchmal kommt es und dann denken wir an traurige, peinliche oder auch mal blöde Sachen. Das arme Tier bringt alles mit, worüber man heulen kann, aber es geht auch wieder. Meine Oma kocht Roulade und Klöße, wenn es weg ist, aber sie vertreibt es nicht, sie lässt es kommen und gehen. Stolz ist man auf etwas, das man nicht teilen kann. Man ist allein mit seinem Gefühl. Fühlt ihr euch so? Der Stolz der Vertriebenen. Es gibt klare Regeln im Exil. Man hält zusammen, man hält dicht, hütet seine Geheimnisse, Regeln, Rituale und den Glauben. Hinter mir der Mann mit den ausgeleierten Jogginghosen. Was verbirgt er vor mir? Vielleicht gar nichts. Vielleicht hat er unterwegs sein Geheimnis verloren. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Der Bus ist voll. Die Leute an der Haltestelle gucken. Was will denn die Frau mit dem Roma-Mädchen und der Familie? Ich muss lachen. Ich könnte die Leute anschreien. Was wollen denn die Leute? Also, ist doch nichts Besonderes. Ich setze mich mit Leuten in einen Bus und fahre durch die Gegend. Und dass die Leute im Roma sind, ach, wie erstaunlich. Ja, und wie sind die so? Ja, gar nichts ist erstaunlich. Mein Nachbar ist mindestens genauso erstaunlich und mit ihm würde ich keinen Ausflug machen wollen. Eine alte Frau vor mir trägt Schleier und goldene Ohrringe. Exotisch? Im Urlaub geht man auf den Bazar und kauft sich so ein bisschen Exotik. Mache ich vielleicht auch so. Den Buddha für das Badezimmer und die Maria mit den kleinen bunten Lämpchen, die stelle ich in den Flur. Widerstand. Was bedeutet das? Integration. Ja, keine Ahnung. Alles Phrasen, die Ampel ist rot. Was erwarte ich? Was bin ich bereit zu geben? Freundschaft? Dank? Und wenn sich einer nicht bedankt, muss ich ihn dann rausschmeißen aus meinem Land. Es gibt solche und solche, heißt es. Es gibt die, die sich ihr Asyl erschleichen. Ja, gibt's hier sowas? Ja, solche und solche, die gibt's bei uns auch, nur dass man die nicht rausschmeißen kann. Schade. Wir biegen ab in eine schmale Seitengasse. Fast stößt der Bus rechts oder links ans Mauerwerk. Wo sind wir hier? Ich kenne meine Stadt nicht wieder. Meine Oma steht draußen und pflückt Kräuter am Wegesrand. Jeder hat doch die Sehnsucht. Jeder hat doch den Widerspruch in sich. Die Musik von Bach und gleichzeitig den Balkan liegt. Ja, das ist doch normal. Das ist doch normal. Aber nee, das ist eben nicht normal. Was bei uns zählt, das ist die Kohle, so wer sich was leisten kann. Adidas-Streifen an der richtigen Stelle. Hip sein. Die Leute im Bus sind laut. Nicht alle muss man mögen. Von hier aus, sagt der Fahrer, kann man in die Geschichte sehen. Was soll das heißen? Harry Potters Winkelgasse? Der Busfahrer ist verrückt. Und mein Opa ist tot. Und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich traurig darüber. Schließlich habe ich ihn nie gekannt. Mein Opa ist tot und ich heule die ganze Zeit. Das Mädchen reicht mir Taschentücher. Das arme Tier verschwindet gleich wieder. Ich bin wie du. Für einen Augenblick bin ich wie ihr Oma. Meine Oma sammelt Kräuter und liest aus meiner Hand. Mein Opa starb mit nur 21 Jahren im Zweiten Weltkrieg. Der Krieg auf dem Balkan, der ist erst 14 Jahre her. Zerbombte Häuser. Und Ende der 90er habe ich Techno getanzt in Berlin. Wir halten an. Am Waldrand lagern Menschen im Gras, ein Feuer brennt. Die Schafe hatten hoffentlich ein gutes Leben. Komm mit uns! Ich fühle mich wie früher, als mein Vater in meinem Bett mit mir gebetet hat. Ich vermisse meine Oma. Das Mädchen sagt etwas auf Romanes. Und ich weiß nur eines, dass ich nicht nur Mitleid hätte mit denen, die gehen müssten, sondern dass ich unendlich traurig wäre, weil mir selbst etwas fehlen würde ohne sie.
Ja, das sind auf jeden Fall.